Glückwunsch zum Valentinstag, Lois. Geben wir uns ein kaputte Ehewangenküsschen. Dann stelle ich mal eine Dose Thunfisch und eine Zigarre für Arthur Valentin bereit. Ich bin so gespannt, was er mir mitbringt. Was ist denn das für ein beschissener Brief? Hier steht, dass ich nicht länger mit Kranken versichert bin. Ja, Hunde sind nicht länger mitversichert. Du könntest das privat für 7.300 Dollar im Monat versuchen. Wäre das was, das für dich in Frage käme? Ich brauche eine Versicherung. Ich habe einen Leistenbruch. Vielleicht muss ich operiert werden. Wenn du so dringend eine Krankenversicherung brauchst, wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn du dir einen Job suchen würdest. Das ist Kacke. Wo hast du den Leistenbruch her? Den habe ich mir bei einer ausgesprochen heldenhaften Tat geholt. Trinken wir darauf, dass Peter seine Finger wieder hat. Danke, Joe. Oh Mann, das letzte Mal ging's mir so gut, dass ich das neue Versteck für meine Pornos eingerichtet habe. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Schatz. Wow, das ist eine tolle Location. Können wir uns das leisten? Selbstverständlich. Ich habe mich bei Kickstarter angemeldet. Dann habe ich gemerkt, wie dämlich das ist und habe wie ein Erwachsener bei der Bank einen Kredit beantragt. Gut, Freunde, die Tische sollten alle am Boden verschraubt sein, damit sie nicht geklaut werden. Ihr müsst wissen, die meisten Restaurants gehen pleite, weil die Tische von den Leuten geklaut werden. Die Toiletten sollten auch am Boden verschraubt sein. Eigentlich weiß das jeder, aber okay, Frank. Gut, dann suchen wir ein Restaurant von so einer Pfeife und klauen seine Tische und Toiletten. Vier Seiten. Fertig. Und weiter. Ich erkenne meine Hefte am Geräusch und am Gewicht. Und dieser Hefter, lieber Freund, gehört mir. Ha! Siehst du, wie John Krasinski in die Kamera glotzt? Der glaubt nicht, wie dämlich der Kerl ist. Oh, ich wollte noch mehr sehen aus dem Büro in Scranton. Scranton? Dunder Mifflin? Witzige Worte sind witzig. Hey, Hennessy, was soll der Quatsch, mich zu dieser Bar Mitzwa zu schicken? Ich mag dich nun mal nicht und dein Gesicht gefällt mir nicht. Wir brauchen nicht noch mehr Fischer, im Hafen ist kein Platz. Gut, wie du willst, Hennessy. Wenn du einen Feind brauchst, hast du einen. Bitte? Ja, da wären wir. Steve, du solltest dir mal ein Schnurrbart wachsen lassen. Was ist denn da drin? Die sensorische Entzugskammer, in der wir die Astronauten auf die schreckliche Leere des Alls vorbereiten. Oh cool, los, probieren wir es aus, Brian. Es ist so schnell außer Kontrolle geraten. Guten Tag miteinander. Wie Sie wissen, glauben wir Christen, dass Jesus in Wirklichkeit überhaupt nicht tot ist. Aber er muss die Welt in dem Glauben lassen, er sei tot. Bis er eine Möglichkeit gefunden hat, die unbändige Wut unter Kontrolle zu bringen, die in ihm schlummert. Da, 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 da. Wie auch immer, kurz vor seinem Tod hat Mr. Weed mich zum Spielzeugentwicklungschef befördert. Das nennt man ein Telefon, Peter. Damit redet man mit Menschen, die nicht im Haus sind. Es gibt andere? Ja, es gibt über 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Pass auf, wir rufen meine Eltern an. Hallo? Hallo. Wer ist da? Wer ist da? Carter, wer ist da? Ich weiß nicht. Haben Sie mein Oxycontin? Was? Sind Sie der Typ? Ich bin ein Typ. Ich will meine Drogen. Was sind Drogen? Oh mein Gott, tut mir leid, ich kann nicht. Die Grimasse, die er gemacht hat, er ist wie ein 53-jähriger Lausbub. Wer ist der Typ? Habt ihr noch nie gesehen? Das ist David Spade aus Redaktion Durchgeknipst. Diese Serie kenne ich nicht. Er war auch in Kindsköpfe, Joe Dreck und Saturday Night Live. Saturday was? Er war wohl auch in irgendeinem Film namens Senseless. Mit Marlon Wayans? Oh ja, er hat Scott Thorpe gespielt. Peter, lass mich runter! Lois, um meine Liebe zu beweisen, habe ich 20.000 Fußballfans dazu gebracht, eine romantische Botschaft für dich hochzuhalten. Peter! Da fehlt ein Buchstabe. Hey Mac, sei doch nicht so ein Hitzkopf. Was? Hey Mac, du siehst heute echt heiß aus. Was? Hey Mac, ich habe deine Strohbirne angezündet. Keine Panik, ich lösche es. Sag mal, hast du den Arsch offen, du dämliche Kuh? Okay, Leute, willkommen am Set zum ersten Drehtag von Vaginalien aus Stahl. Peter, dieser Film ist doch vollkommen sinnlos. Ist er überhaupt nicht, Lois? Das ist die Szene, in der unsere Heldin Vagina Schmerz von Dr. McSchamlippe hier gesagt bekommt, dass sie unheilbar an Weiberkrebs erkrankt ist. Sieh mal, wie nah wir schon sind, Mac. Hey, das war mein Massenmörder-Glückshut. Mayday, Mayday, ich muss notlanden. Mein Gott, wir werden sterben. Dabei habe ich so vieles im Leben noch nicht erlebt. Ich hatte nicht mal die Chance, von einem betrunkenen College-Studenten vernascht zu werden. Und meine jahrelange teure Zahnbehandlung war vollkommen umsonst.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Keksladen raucht gerade ab. Wenn wir pleite gehen, sind wir am Arsch. Mein Gott, wie kriegt man Leute dazu, einen verdammten Keks zu kaufen? Ich erkläre dir mal was. Ich gebe $600 im Monat für Duftkerzen im Biomarkt aus, nur weil die von einer scharfen Braut verkauft werden. Was willst du damit sagen? Willst du mit deinen Kerzen angeben? Mit sowas anzugeben ist komisch. Nein, ich meine, Sex ist erfolgreich. Stell einfach ein paar heiße Mäuse in deinen Keksladen und deine Verkäufe gehen rauf. Giggity. Mann, das muss echt die Hölle für dich sein. Du bist Atheist und der einzige Typ, an den du nicht glaubst, darf doch glatt mit der Frau deiner Träume vögeln. Ich muss mir das nicht länger anhören. Ich bin weg. Kannst du mich rauslassen? Hi, Peter. Ja, hallo, junger Mann. Da hat sich aber jemand schick gemacht. Sie ist fast bereit. Peter, wach auf! Oh, was? Oh, Lois. Ich hatte einen total unrealistischen Traum. Das amerikanische Volk hat einen schwarzen Präsidenten gewählt und die ganze Welt war glücklich darüber. Peter, du musst wach bleiben. Der Buchstabierwettbewerb ist morgen. Aber Lois, ich hab echt Schiss. Gegen die anderen Kinder habe ich doch überhaupt keine Chance. Das ist so, als würde man versuchen, Spupel-Champion Fjörg van der Ploeg beim Spupel zu schlagen. Versucht immer noch die Welt wieder aufzubauen, was? Hallo Peter, wir kommen nicht in dein Team. Ich stelle ein Team zusammen. Wir sind dabei. Gut, schlagen wir drauf ein wie harte Jungs. Dein Schweiß ist in meinen Mund geflogen. Oh Gott, ich vermisse Peter schrecklich. Schwul oder nicht, ich wünschte, er wäre noch hier. Mir fehlt Dad auch, Mom. Aber wir werden es schon schaffen, wir halten zusammen. Ja, viel mehr als eine asiatische Familie. Bist du schon Doktor? Nein, Dad, ich bin 12. Red mit mir, wenn du Doktor bist! David, der Text ist, was gibt's zu essen? Nochmal bitte. Was gibt's zum Essen? Okay, das können wir nachher rausschneiden. Er geht den Leuten auf die Nerven. Ich meine, wie viel Konservengläser kann man für einen Mann öffnen? Lois, ich will Essiggurken! Komm gleich! Er hat winzige Hände, aber als mir ein Ring in den Abfluss gerutscht ist, konnte er ihn rausholen. Ausgezeichnet, ich werde die Zahnfee endgültig vernichten, so wie die Sitcom Facts of Life jeden Gag vernichtet hat. Hey Blair, hast du eine neue Handtasche gefunden? Stell dir vor, ich habe sogar 7 gefunden. Eine für jeden Tag in der Woche. Hereinspaziert, Ladies, hier entlang. Das wird denen beweisen, dass Cleveland kein guter Vater ist. Sagt mal, Mädels, ist eigentlich überhaupt noch Profil auf den Reifen? Oder fühlt es sich mehr so an, als würde man eine Salami in den Hausflur werfen? Oh mein Gott, was für eine Überraschung! Agent Jessup, sehen Sie sich all diese Prostituierten an! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7. 7 Prostituierte. Hat's geklappt? Ist wieder alles normal? Sehen wir nach. 9, 11. Ah, da ist es! Wir haben's geschafft! Wir haben 9-11 zugelassen! High five! Okay, ja! Das kommt wohl nicht so gut an, wenn man den Kontext nicht kennt. Da ist ja der Autor der Harry Potter Bücher. Muss seltsam sein, mit Muggeln rumzuhängen, hä? Kitzlertage, 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 Kitzlertage. Es ist Zeit zu gehen. Ich kann mich ändern. Ich kann mich ändern. Tut mir leid, Peter. Wir können nie wieder miteinander reden. Hier ist dein Handy, damit wir immer reden können. Da seht ihr mal, wie gut euer Restaurant ist. Wäre es Joeys Restaurant gewesen, hättest du bezahlt. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma! Ich kann's einfach nicht glauben. Die fanden uns kacke. Tja, Freunde, wir haben unser Bestes gegeben. Wenn ihr mich braucht, ich bin wieder in Palm Springs, das mittlerweile komplett von den Schwulen übernommen wurde. Was klingelt da? Joe, dieses Klingeln, das kommt aus deinem Rücken. Du hast recht. Das ist ja unglaublich. Dr. Hartmann hat sein Handy bei der Operation in seinem Rücken vergessen. Oh Gott sei Dank. Ich höre dieses Klingeln schon die ganze Woche und hab gedacht, ich bin verrückt geworden, weil der Irre mich immer anschreit. Deine Mutter ist eine Hure! Das hab ich... Das sind nicht meine Kinder. Und wir kämpfen auch nicht zum Spaß. Wir prügeln uns wirklich. Ich muss zugeben, es fühlt sich merkwürdig an, die Serie ohne Peter zu drehen. Es ist irgendwie nicht richtig. Am meisten wird mir fehlen, wie der Fettsack mit dem Publikum spielt und die T-Shirt-Kanone gegen seinen eigenen Kopf abfeuert. Mit dem Ding wollte er sogar mal einen Laden überfallen.
Los, alle runter auf den Boden. Mach die Kasse auf. Bitte tun Sie das nicht. Da will wohl einer den Helden spielen. Ich zeig dir, was mit Helden passiert. Will sonst noch jemand ein Held sein? Oh, ich. Hier drüben. Eben ist Officer Joe Swanson, der die Leitung der Drogenrazzia übernahm. Es ist gut zu wissen, dass sich dank meiner Kollegen und mir heute Nacht viel weniger Menschen Kokain in ihre Penisse injizieren werden. Ist das gut? Das ist sehr gut. Oh, ist das wieder Padma von der Technik-Hotline? Ja, das ist sie. Oh, cool. Kannst du sie für mich was fragen? Warum hocken die da drüben nur am Telefon und bei uns sind die alle Ärzte? Verschwinde! Lois sagte, du musst eine Stunde auf dem Töpfchen sitzen. Ich mach Pause. Mir war langweilig. Und du telefonierst schon länger als eine Stunde. Entschuldigung, können Sie kurz warten? Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich fühle mich dieser Frau wirklich verbunden. Es ist ewig her, dass ich so empfunden habe. Das ist ja schön, aber ihr kommt aus verschiedenen Welten. Sie ist aus Indien, da gibt es viel zu überwinden. Schlimme Nachrichten aus Daytona, Florida, wo die Überreste von 3 Studentinnen in der Nähe eines Nightclubs gefunden wurden. Berichten zufolge wurden sie alle 3 sexuell missbraucht, bevor man sie brutal ermordet hat. Oh Mann, habt ihr das gehört? Alle werden flachgelegt außer mir. Hey Cleveland, wie groß bist du? Ich weiß nicht. Ein Cadillac geht mir etwa bis hierher. Alles klar, da bin ich wohl der Größte von uns. Was redest du? Ich bin 1,88. Steht hier auf meinem Führerschein. Ja, das zählt nicht. Wieso nicht? Muss ich das echt sagen? Ich bin 1,88. Legt mich auf den Boden. Hallöchen, Jungs. Peter, wie groß bin ich? Ich weiß nicht. Wie groß ist ein Briefkasten? Du bist briefkastengroß. Gut, wir haben die Ausstiegshöhe fast erreicht. Hat jemand noch Fragen? Ja, ich. Darf ich auf dem Weg runter iPod hören? Natürlich, solange es nicht Free Falling von Tom Petty ist. Ich lasse ihn einfach in der Tasche. Sonst noch Fragen? Ziehen wir es durch! Das war keine Frage. Hinten anstellen. Okay, ziehen wir es durch! Hey! Guten Abend, Billingsbury. Ich bin Clive Crowley. In Kürze, ein Mann mit einer Pistole und 2 Kugeln hat Manchester erobert. Doch zuerst unsere Spitzenmeldung. Ihre Majestät, die Königin, wird morgen unsere Stadt durchqueren. Einzelheiten hat unsere indische Reporterin Trisha Dasgupta. Du lieber Vishnu, ist das ein Tumult. Danke, Trisha. Gleich erfahren Sie, welche 12 Fußballmannschaften heute unentschieden gespielt haben. Verraten Sie nichts über die Oscarverleihung von 98. Ich guck die gerade. Hallo. Ist da Peter Griffin? Wenn Sie von dem Fracking-Unternehmen sind, ich hab doch schon gesagt, ich bin 100% an Bord. Nein, mein Name ist Rebecca. Sie kennen mich nicht und wissen vermutlich nicht, dass ich existiere. Aber Sie sind mein Vater. Hallo? Woher haben Sie die Nummer? Rufen Sie nie wieder hier an! Was zum Teufel? Ja, eng am Sofa-Ansatz. Wie ist das eigentlich, durchs Leben zu gehen, wenn man immer Nadeln im Mund hat? Ist ja nicht leicht, denn manchmal stechen Nadeln in meine Lippe und ich sage Mamma Mia. Aber James Brolin ist Ihr Kunde und hat Ihnen ein Foto signiert. Das ist doch mal cool. Soll ich Ihnen was verraten? Er ist nicht meine Kunde. Ich habe Foto aus der Wäscherei gestohlen. Also das muss man dir lassen, Quagmire. Das Quackfest war eine fette Party. Ja, aber ich wurde im Spiegelkabinett belästigt von einem Mann oder von 100 gleich aussehenden Männern. Da hätte ich etwas Hilfe brauchen können. Ich kann euch sagen, wer etwas Hilfe braucht. Liam Neeson. Oh Gott, nochmal. Denn eines Tages werde ich ihn verkloppen. Offenbar bin ich doch nicht königlichen Bluts. Ja, mal schade um die Queen. Ja, ich denk mal, die tut jetzt schon mit den Engelchen im Himmel singen. Ich bin bloß froh, dass wir alle wieder gesund in unserem behaglichen Reihenhaus sind. Reihenhaus. Er hat ein Stillbuch gekauft. Vielleicht sollte man mit ihm reden. Völlig undenkbar, dass Chris sich um 2 Babys kümmern kann. Das hätte er sich überlegen sollen, bevor er seine Hurenbeine breit macht. Nein, Peter, das ist nicht... Jedenfalls müssen wir das Jugendamt anrufen. Wenn du das tust, wird Chris dich für den Rest seines Lebens hassen. Hast du einen besseren Vorschlag? Lass es ihn versuchen. Glaub mir, nach einem Tag mit den Kindern will er sie sowieso loswerden. Na schön, gut. Hört auf damit! Robin Williams hat eine Gabe, die Licht in unsere düstere Welt bringt. Und alles, was er dafür verlangt, ist unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie kannst du das zulassen? Robin Williams hat uns nichts beschert außer Freude. Ich wünschte, jeder wäre Robin Williams. Ich habe den ganzen Tag durchgeplant. Zuerst gehen wir in den Louvre und dann gehen wir shoppen auf die Champs-Élysées. Lois, vielleicht sollte ich dir sagen, dass ich nicht wegen der Museen und der Shopperei hierher geflogen bin. Ich verstehe nicht. Wieso wolltest du dann hierher kommen? Lois, ich bin hier, um eine Affäre zu haben. Gut, messen wir zuerst Ihren Blutdruck, weil das ist, was wir hier am liebsten machen.
Okay, wir wissen alle, wie sehr Cleveland Tecmo Bowl mag. Also spielen wir das. Ich bin Bo Jackson von den Raiders. Hoffen wir, dass er auftaucht. Das ist nicht fair. Bo Jackson ist zu schnell. Leute, wir wollen Cleveland doch wieder haben. Oh, es geht los. Du wirkst nervös, weil du Padmas Familie kennenlernen wirst? Ja. Und außerdem sieht es ja genauso aus wie in Homeland, kurz bevor es einen Drohnenangriff gibt. Oh, wie schön. Ihr beide seid ja äußerst elegant. Danke, ich war heute ein bisschen shoppen. Ich nicht. Ich trage ein Aladdin-Kostüm von Halloween von letztem Jahr. Ich reise nie ohne es. Ach, Consuela, Sie kommen sicher wegen der Zwillinge. Nein, nein, nicht Babys. Ich hab gute Nachricht und Ai-Ai-Ai-Nachricht. Okay, dann zuerst die Ai-Ai-Ai-Nachricht. Isabella nicht kann kommen zurück, muss bleiben in Mexiko. Die Babys müssen bleiben hier. Was? Und die gute Nachricht? Gute Nachricht, Bus hat neue Fischblätter. Nicht mehr i-papapapap, i-papapapap. Das muss ja sehr aufregend für dich sein. Ja, sieht aus, als könnte ich das von meiner Wunschliste streichen. Jetzt muss ich nur noch wie ein Pueblo-Indianer leben. Peter, was hast du mit dem Haus angestellt? Wirkt ziemlich dämlich, bis dir klar wird, dass ich 58 bin. Und nun entschuldige mich, ich muss jetzt den Fuß einer fetten weißen Frau für eine Sex-Doku-Soap ablecken. Gut, wir werden jetzt ihre Reflexe testen. Hast du das gehört? Da ist jemand da draußen. Hallo? Wir sind hier drin. Wir sind zu sechs. Maja, wir kommen mit dem größten Vergnügen. Ich freue mich drauf. Wow, danke, Peter. Das bedeutet mir viel. Okay, wir sehen uns dort. Verdammt, warum habe ich bloß die Tür aufgemacht? Das wird super. Jetzt muss ich zu diesem Scheiß. Leck mich. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich dran denke. Es bleibt mir nur noch eins. Bleib zu Hause, Guido! Ja! Altmodische Sachen sind die besten! Oho, ich bin ein Pirat aus Miami. Ich hasse meinen Purida in dieser Jeans. Viele seiner Witze wiederholt er oft. Oh, bitte tun Sie mir nicht weh. Ich wollte nur vor meinen Freunden den harten Mann spielen. Tja, jetzt hast du ein Problem. Seit ich 55 wurde, bin ich ein weltberühmter harter Knochen. Bitte, bitte, ich tue alles, wirklich alles, aber bringen Sie mich nicht um. Was könntest du denn für mich machen? Ich poliere Ihre Schuhe oder schrubbe Ihre Toilette oder wickle Ihren Penis auf. Im Internet steht, dass Sie das vielleicht nötig haben. Hey, Quagmire, schreibst du irgendeinen Blödsinn auf? Nein, das mache ich nicht. Manchmal glaube ich, du hast nur Scheiße im Kopf. Entschuldige. Waren das alle? Okay, zählen wir aus. Schuldig? Schuldig? Eine Beleidigung gefolgt von dem Wort schuldig? Oh, Joe, ich liebe dich. Ich liebe dich unglaublich. Ich liebe dich auch, Bonnie. Gehen wir nach Hause, Joe. Nein, Mr. Griffin. Was dann? Spreizen Sie Ihre Beine auseinander und schicken einen Pitbull rein? Einen von diesen fiesen Kötern, die Ratten jagen? Und dann kommt er wieder raus und trägt es im Maul und macht... Und naja, Sie können es ihm nicht wegnehmen, weil, nun ja, das ist sein Ding. Nein, Mr. Griffin, es ist ein sehr einfacher, sicherer Eingriff, bei dem wir ganz präzise und vorsichtig den Embryo entfernen. Das machen wir dauernd und ich verspreche Ihnen, es ist praktisch ohne Risiko. Ich muss sagen, ich habe mich etwas damit angefreundet. Chris, Schatz, was ist denn los? Ach, Mom, Anna scheißt auf mich. Was? Ja, sie hat mit mir Schluss gemacht. Ach so, das mit dem auf die Scheißen hast du nicht wörtlich gemeint. Kann dir gerade nicht folgen. Hab sie gefunden, Majestät, hab ich in der Tat, hab ich nicht, doch hab ich, ja, Sir, hab ich. Gut, schön, schön, wie auch immer. So, Peterson, jetzt werden zwei Dinge passieren. Ich nehme meine Frau wieder mit und dann bringe ich dich um. Ist gut, gut, Mr. König, Sir, Sie haben gewonnen. Tut mir leid, Lady Redbush, aber er ist dein Ehemann. Ich werde dann mal hier rübergehen und dir deine Sachen holen. Yeah! So, Eure Majestät, wenn ihr euren Kumpel in einem Stück wiederhaben wollt, dann werft lieber eure Waffen. Gut, du bist verkabelt. Vergiss nicht, wir sitzen im Van und werden alles hören. Also wenn was schiefläuft, werden wir dich da rausholen. Hab keine Angst, Joe. Ich werde abtauchen wie ein Chamäleon im Schoß von Courtney Love. Oh mein Gott, wo kommst du denn gerade her? Aus einem sehr, sehr schlechten Versteck. Morgen. 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 Ist dir an diesem Baby irgendwas... Du wirst bald nicht mehr existieren. Tja, dann heißt es wohl bald Abschied nehmen, Stewie. Du wirst mir fehlen. Du hast mir so viel beigebracht. Und du warst mir ein guter Freund. Genau wie du. Ah, verdammt! Hilf mir, Stewie! Nimm den weg! Ja, der sieht wirklich schwer aus. Wow,
Hallo, wieder zu Hause. Hallo, Kumpel. Wie war das Seminar? Oh, fabelhaft. Am ersten Tag haben Brian, wir gleich... Brian, ein gut oder schlecht genügt. Wie du willst. Gut, ihr könnt mich heute früh nicht ärgern. Ich bin viel zu gut drauf. Ich habe einfach die perfekte Frau für mich kennengelernt.